als Zuschauer, ich glaube, es war eine Zuschauerin, die hat sich nämlich gewünscht, dass ich Mike Scratching machen soll. So wie jetzt zum Beispiel, wie ich es immer mache am Anfang bei der Begrüßung. Und auch Mike Tapping. Und dazu wünscht sie sich natürlich, dass ich Whispering mache. Dass ich irgendwas random erzähle. Und heute gehe ich natürlich dem Videowunsch nach. Und wenn du noch einen Videowunsch an mich hast, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche immer alles umzusetzen. Ist natürlich alles kostenlos, Leute. Ihr müsst mir nichts zahlen. Es sind keine Custom-Videos, wo manche Geld dafür verlangen. Ich mache das rein hobbymäßig für dich. Kostenlos zum Anhören oder Anschauen. Ja, und da ich jetzt eigentlich auch nicht so viel zum Erzählen habe, habe ich mir gedacht, was könnte ich euch, besser gesagt, dir erzählen. Und da ist mir eins in den Sinn gekommen. Vielleicht ist es interessant zu erfahren, wie bin ich auf ASMR gekommen.
Video draußen am Meer auf einem Felsen. Und da hat sie dabei geflüstert. Und ich dachte mir, klingt ganz nice. Aber warum flüstert sie? Auf jeden Fall habe ich mir das Video dann komplett angeschaut und angehört. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass es Dingle sind. Bis ich mich damit beschäftigt habe. Auf einmal hat die so eine richtige Gänsehaut, Leute. Am ganzen Körper. Und richtiges Kopfkribbeln. Und ich dachte, krass. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es von diesem Video kommt. Bis ich danach mal ihre Videos auch angeschaut habe. Wie man auch entspannt mit Sophia. Und ich war so begeistert von ihren Videos. Und dabei bin ich auch noch auf andere ASMR-Artisten gestoßen. Nicht nur im deutschsprachigen, da gab es damals nicht so viele. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich mehrere. Freut mich natürlich, wenn es auch deutschsprachige ASMR-Artisten gibt. Höre ich mir persönlich selber gerne an. Ja, auf jeden Fall bin ich auf andere Kanäle noch gestoßen. Wie Anna Whispering, auch einer der großen. Oder Zeitgeist. Oder Gentle Voice Whispering. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir durch die ganzen Videos geklickt und immer wieder hatte ich diese Dingles, wie ich ja gerade vorhin beschrieben habe. Und dann habe ich mal ASMR gegoogelt. Auf Wikipedia kam dann so eine Seite und da wurde haargenau beschrieben, die Bedeutung von ASMR. Und ab da wusste ich, was überhaupt ASMR ist. Und ich war dann quasi, wir sind immer noch im Jahr 2017, richtig süchtig nach ASMR. Ich habe mir dann jeden Tag, also fast jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, mir in ein ASMR-Video angehört. Bis heute noch. Und ich feiere bis heute noch selber ASMR. Und Josie, ich selber. Privat auch natürlich an. Ja. Und es ging dann bis 2021. Und es war auch so im Sommer. Oder kurz vor Sommerbeginn. Oder auch während Sommer. Ich glaube, es war auch in der Sommerzeit. Auf jeden Fall war ich so begeistert von diesen, von dieser ganzen ASMR-Szene, von dieser ganzen ASMR-World, Welt, alles.
lassen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal so just for fun. Mal gucken, was wird. Und ich hatte dann einfach so eine große Freude und Spaß und dann der Austausch mit dir, mit euch da draußen und mit ein paar anderen ASMR-Künstlern bin ich auch in Kontakt getreten und ich fühle mich richtig wohl und es macht mir, wie gesagt, sehr, sehr großen Spaß, Videos für dich zu produzieren und ich liebe es, deine Kommentare zu lesen oder wenn ich mal einen Daumen nach oben bekomme und liebes Feedback, freue ich mich sehr. Oder wenn mal wieder neue Abonnenten auf diesem Kanal, auf unseren Kanal, besser gesagt unseren Kanal. Es ist ja mein und deiner, unserer Kanal. Und ich dann natürlich neue Leute begrüßen darf auf unseren Kanal, auf unseren Safe Place. Und ich freue mich, wie gesagt, über jeden regelrechten Austausch, Feedback, über so liebe Kommentare. Manche Kommentare, die schmelzen wie Eis, wie Butter. Und wow, da muss ich echt sagen, da werde ich manchmal teilweise echt selber so emotional, weil ich mich so sehr freue. Weil es freut mich so sehr, wenn jemand schreibt, hey, so ein tolles Video, es hat mir sehr gut gefallen. Du bist mein Safe Place. Ohne deine Videos kann ich gar nicht mehr schlafen. Oder du bist so sympathisch. Du machst es richtig gut. Und ich danke dir für deine Videos. Und dass du mich zum Einschlafen bringst. Dass ich eine Art Einschlafhilfe bin. Ja, das freut mich so, so sehr. Und ich freue mich, wenn ich immer jeden oder zumindest ein paar von euch da draußen jetzt auch zum Entspannen bringen kann, zum Einschlafen, zum Abschalten. Ja, da weiß ich, ich mache das Richtige. Und ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen, bei jeder einzelnen Person. Denn ohne dich bzw. euch wäre dieser Kanal gar nichts. Videos machen. Seit